Kommen wir zum Basketball. Da sind die 7 Wochen Vorbereitung rum für die MLP Academics. Und ab geht es dann am Wochenende in die neue Spielzeit in der Basketball-Bundesliga. Es ist ja die 2. Saison für die Academics. Und das heißt ja so gerne mal, das gilt als die schwerere. In der Vergangenen haben sie ja souverän den Klassenerhalt geschafft. Und es gibt auch noch einige Neuerungen im Team. Allen voran natürlich auf der Trainerposition Jonas Isalo, der kam aus Bonn und ist nun Head Coach bei den Heidelbergern. Und neben dem neuen Trainer, da gibt es auch ein nahezu rund erneuertes Team. Insgesamt 8 Neuzugänge werden im Heimspiel gegen die Riesen Ludwigsburg mit dabei sein. Über diesen Saisonstart, die Zielsetzung und ein besonderes Spiel im SNP-Dom hat Pascal Förster mit dem Geschäftsführer Matthias Lautenschläger gesprochen. Herr Lautenschläger, am Sonntag startet für Sie die Saison. Direkt mal ein kleiner Härtetest gegen Ludwigsburg, die sind letzte Saison auf dem 4. Platz geendet. Was erwartet Sie denn bei dem Spiel? Ja, lustigerweise ist das erste Heimspiel dieses Jahr das gleiche wie letztes Jahr, das erste Heimspiel. Damals gab es, glaube ich, den Heimsieg, den keiner erwartet hatte, gegen den Meister der Vorrunde aus der Vorsaison. Und ich glaube, dass damals ein Faktor eine Rolle gespielt hat, dass er uns unterschätzt hat. Trotz des Auswärtssieges zum Saisonauftakt. Ich glaube, dieses Jahr wird das den Ludwigsburgern nicht passieren. Ich schätze sie wieder sehr stark ein. Sie haben viele neue Gesichter in ihrem Kader, ähnlich wie wir auch. Haben eine sehr solide Vorbereitung gespielt und sind deswegen als sehr, sehr schwerer Brocken einzuordnen. Genau, die Vorbereitungszeit ist vorbei. Wie Sie gerade gesagt haben, Sie selbst starten mit einem neuen Trainer in die neue Saison. Was für einen Eindruck macht er denn jetzt nach dieser Vorbereitungszeit auf die Mannschaft? Ja, er ist ein sehr akribischer Arbeiter, hat sehr klare Vorstellungen davon, wie Basketball gespielt werden soll, hat eine klare Philosophie, klare Handschrift, sehr schneller Basketball mit schnellen Abschlüssen, viele Pässe. Also ich glaube, die Zuschauer können sich auf sehr attraktiven Basketball freuen. Und ich glaube allerdings, dass das für eine Mannschaft, die so neu zusammengestellt ist, auch Herausforderungen birgt. Und die sich an diesen Spielstil auch erstmal gewöhnen werden müssen. Das heißt, wir werden zu Beginn wahrscheinlich etwas fehleranfälliger sein, aber uns im Laufe der Saison finden und immer stärker werden. Sie sind in der vergangenen Saison erst wieder aufgestiegen in die erste Bundesliga, haben dann direkt den Klassenerhalt geschafft. Wie sieht denn die Zielsetzung in dieser Saison aus? Die bleibt unverändert. Wir reden nach wie vor nur vom Klassenerhalt. Jeder Sieg, den wir holen, ist einer gegen den Abstieg und das bleibt unverändert das Ziel. Was sich dann im Laufe einer Saison entwickeln kann, da steckt man nicht immer zu 100% drin. Aber die oberste Prämisse ist ganz klar der Klassenerhalt. Jetzt gibt es noch ein kleines Highlight, das vor ein paar Tagen angekündigt wurde. Und zwar wird im Dezember der FC Bayern München gegen die MLP Academics spielen. Und zwar in der SAP Arena und das zum allerersten Mal überhaupt. Wie kam es denn dazu und was bedeutet das denn jetzt auch? Ja, wir haben es ja in der Pressemitteilung auch schon gesagt. Es war eigentlich auch schon ein lang gehegter Traum von mir. Ich hatte schon vor vielen, vielen Jahren mit dem Daniel Hopp Kontakt aufgenommen. Damals ging es um den Neubau einer Schwesterarena für die SAP Arena. Er hat sich da auch eingebracht in der Entwicklung und in der Planung. Und für mich war immer klar, wenn wir mal erste Bundesliga spielen, dass ich auch mal die Region als Ganze erreichen möchte. Und mir ist klar, dass nicht jeder Heidelberger das unbedingt begrüßt, dass wir jetzt zu so einem Topspiel ausrechnet nach Mannheim gehen und quasi Heidelberg den Rücken kehren. Aber so soll es überhaupt nicht rüberkommen. Im Gegenteil. Wir wollen mehr Menschen erreichen. Wir wollen in Mannheim eben auch Menschen erreichen, die in Zukunft dann auch nach Heidelberg in den SNP-Dom kommen, in unser Zuhause, das auch in unser Zuhause bleiben wird. Der SNP-Dom ist über die S-Bahn von Mannheim sehr gut erreichbar und wir wollen Werbung in eigener Sache machen. Wir wollen volle Hütte in Heidelberg haben. Und das hat den Ausschlag gegeben, dafür in die SAP-Arena zu gehen und mal wirklich ein Zeichen nach außen zu setzen. Herr Lautenschläger, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Dankeschön.